Andreas Holm, mit bürgerlichem Namen Hans-Joachim Hirschler, ist ein berühmter deutscher Schlagersänger und Komponist, geboren am 22. Oktober 1942 in Berlin. Sein Leben und seine Karriere brachten viele bemerkenswerte Erfolge und emotionale Schwierigkeiten mit sich. Im Alter von 13 Jahren stellte Andreas Holm sein musikalisches Talent unter Beweis, indem er im Männerchor der Deutschen Nationaloper in Berlin mitwirkte. Gleichzeitig war er auch Nachwuchsmeister im Judo, absolvierte sogar eine Ausbildung zum Friseur und absolvierte seine Meisterprüfung. Multitasking und Vielseitigkeit haben ihm dabei geholfen, seine Karriere als Künstler weiterzuentwickeln. 1965 hatte Andreas Holm seinen ersten Radiohit mit Titeln wie »This is the Bikini Shake« und »My Heart is a Compass of Love«. 1967 belegte er mit dem Lied »So gibt es keine Tränen« den zweiten Platz bei einem Schlagerwettbewerb in der DDR. Im folgenden Jahrzehnt, ab Mitte der 1960er Jahre, begann Andreas Holm mit dem Fontana Quintett unter der Leitung von Dieter Jannick zusammenzuarbeiten. Titel wie »You'll Apologize«, »You Say Goodbye«, »Goodbye«, »Ive Been Arrested« und »Come With Me to Happiness« markieren wichtige Wendepunkte in seiner Karriere. Das Leben von Andreas Holm ist jedoch nicht nur voller Erfolge. Seine größte Traurigkeit könnte mit emotionalen Herausforderungen oder Einsamkeit zusammenhängen, konkrete Informationen hierzu werden jedoch nicht klar dargelegt. Doch mit spiritueller Stärke und künstlerischer Leidenschaft überwand er diese Schwierigkeit. Das Leben von Andreas Holm hatte in den 1980er Jahren schwere Zeiten, doch seit 1997 gelang ihm mit der Unterstützung von Thomas Lück der Wiederaufstieg. Nachdem sich sein enger Freund Thomas Lück im Februar 2019 von der Bühne zurückgezogen hatte, entschloss sich Andreas Holm, als Solist zurückzukehren und das Publikum weiterhin mit seiner musikalischen Leidenschaft zu erobern. Obwohl Informationen über die schwierigen oder traurigen Momente im Privatleben von Andreas Holm nicht im Detail preisgegeben werden, haben diese Herausforderungen ein reichhaltiges und vielfältiges Bild dieses Künstlers geschaffen. Mit 5 LPs Letter und 31 Singles, die auf dem Amiga-Label veröffentlicht wurden, hat Andreas Holm seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Musik zu komponieren und auszudrücken. Titel wie »You'll Apologize«, »You Say Goodbye«, »Goodbye«, »A Little Picture of You« und »Varadero and Girl«, »You're My Dream« bildeten Höhepunkte seiner Karriere. Obwohl es in Andreas Holms Karriere auch ruhige Phasen gab, beweist sein Comeback seit 1997 seine grenzenlose Liebe zur Musik. Nach der Zusammenarbeit mit Thomas Lück und der Rückkehr zu seiner Solokarriere kommunizierte er weiterhin seine Leidenschaft durch Musik. Fans und Musikliebhaber von Andreas Holm schätzen nicht nur seine erfolgreiche Karriere, sondern finden auch Inspiration in seiner Stärke und Geduld bei der Überwindung von Schwierigkeiten. Jeder Schritt in Andreas Holms Leben und Karriere ist eine Geschichte von Leidenschaft, Ausdauer und der Fähigkeit, Schwierigkeiten zu überwinden, was ihn zu einer angesehenen musikalischen Ikone macht. Obwohl er in seiner Karriere und seinem Privatleben viele Ereignisse erlebt hat, zögert Andreas Holm nicht, seine Leidenschaft mit dem Publikum zu teilen. Titel wie »Come with me to happiness« und »I'll only cross this bridge with you« sind nicht nur Songtitel, sondern auch solide Glaubens- und Hoffnungsbekundungen. Vielleicht erlebte Andreas Holm in den ruhigen Momenten seines Lebens große Höhen und Tiefen, und manchmal musste er unsagbare Traurigkeit ertragen. Seine Stärke beruht jedoch nicht nur auf seinem Erfolg, sondern auch auf seiner Fähigkeit, Schmerzen zu ertragen und sie zu überwinden. Neben seiner musikalischen Karriere ist Andreas Holm auch Autor mit vielen bemerkenswerten Werken. Seine Kreativität beschränkt sich nicht nur auf die Musik, sondern erstreckt sich auch auf die Literatur und bereichert die Statur dieses vielseitig begabten Künstlers. Mit dem Tod seines engen Freundes Thomas Lück im Oktober 2019 musste Andreas Holm möglicherweise einen schmerzlichen Verlust verkraften. Er setzte seine künstlerische Reise jedoch alleine fort und zeigte dabei seine Beharrlichkeit und Entschlossenheit, weiterhin Liebe zu schaffen und sie mit dem Publikum zu teilen. Das Leben und die Karriere von Andreas Holm sind eine Reise voller Geschichten,
von großem Erfolg bis hin zu Herausforderungen und Trauer. Dennoch ist er ein Künstler, der tiefgreifende Spuren in der Musikwelle hinterlassen hat und eine Quelle der Ermutigung für diejenigen ist, die ihrer Leidenschaft nachgehen. Andreas Holm hat in seiner Karriere und seinem Privatleben große Veränderungen durchgemacht, von den schönsten Erinnerungen bis hin zu den schwierigsten Zeiten. Seine vielfältige Karriere, vom Solosänger bis zum Musiker und Autor, zeigt seine Kreativität und Vielseitigkeit. Titel wie Seven Dawns, Seven Sunsets und A Little Image of You sind nicht nur brillante Musikwerke, sondern auch tiefe Einblicke in die Seele von Andreas Holm. Seine Melodien und Texte vermitteln den Zuhörern oft ein Gefühl der Aufrichtigkeit und des Teilens, obwohl Informationen everywhere it is to be. So, I am tired, me esas fatigita, for example. But evas indicates age. Evo is the age. So you always use evas in these questions or answers. But if you compare the age of someone to someone else, you use esas. That's important. All right, then, you want to talk about what you are doing. This is important for you at the, during the day. So the question is, quon tu volas agar hodie? What do you want to do today? And I have some examples. The possibilities are limitless, but I have put together some. For example, me visitos mea genitori. I will visit my parents. Ni volas climar sur monto. We want to climb a mountain. This is not the mountain. This is not a specific mountain. It's just a mountain. Or, for example, me iros alla lago hodie. I will go to the lake today. So this is a special lake. This is not just a lake, but the lake, for example. So this is another difference. And here you also have the future form, iros, I will go. Okay, so after you're basically done, you are saying goodbye. So first, simple word like adio or ciao, which is like adios or ciao in Spanish or Italian. You can say it like in German, till rivido, see you again, or English also. Or if you want to say more, you can say me desires agreeable giorno or seman fino, which means I wish you a nice day or a nice weekend. Interesting here, seman fino is a compound from semano, which is week, and fino, which is the end. But you can drop the first O from semano because it is a compound. So the last O actually suffices. But you don't have to. You can also say semano fino, just as you wish. Okay. Now we have all steps for the conversation, which we need. And I have put together a basic conversation from these steps. Okay. What I